Lieber Uwe Siegmeier. Ja, das ist gut so. Liebe Gäste, liebe Selbsthilfegruppen-Teilnehmenden, liebe Kolleginnen, wir treffen uns heute hier zur fotografischen Begegnung mit Goslar und der Natur. Ich bin Uwe Siegmeier begegnet, als ich Hals über Kopf aus einer, bitte verraten Sie mich nicht, relativ langweiligen Sitzung beim Landkreis flüchtete. Ja, gibt es. Kommt selten vor, aber gibt es. Glaube ich. Unbesehen. Und im Foyer stand ein Mann hinter einem Tisch und ich dachte, ach, was eine nette Erscheinung. Was hat er da mitgebracht? Tolle Bilder. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und wir haben uns verabredet mit der Frage, ist es nicht möglich, diese schönen Bilder von Goslar und der Natur auch hier bei uns im AWO Sozialzentrum aufzuhängen und zu zeigen. Und wie Sie sehen, ja, wir konnten uns einigen und wir haben diese Ausstellung gehängt. Also, wir treffen uns hier im AWO Sozialzentrum. Vielleicht kennen es einige von Ihnen noch nicht, vielleicht nur vom Vorbeigehen oder vom schnellen Vorbeifahren. Hier unten in diesen eigentlich 3 bis 4 Räumen, die wir jetzt alle aufgemacht haben, zu einem Raum, treffen sich Menschen, die sich hier begegnen wollen und auch zum großen Teil Menschen in unseren Selbsthilfegruppen. Aber auch donnerstags nachmittags eine Damenrunde, die Karten spielt und eine Runde, die am Samstag Gesellschaftsspiele spielt. Die AWO KISS Goslar, das ist die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe hier in Goslar, jetzt neuerdings auch in Clausthal-Zellerfeld. Ich bin Christine Mahlstedt und ich bin die Einrichtungsleiterin dieser Kontakt- und Unterstützungsstelle. Und wir wollten gerne Bilder zeigen, vor denen die Menschen stehen können, vielleicht auch gerade vor den Goslar-Bildern irgendwas wiedererkennen, was sie natürlich aus ihrem Stadtumfeld kennen, vielleicht sogar ihr eigenes Haus wiederfinden. Und was uns ganz wichtig war, durch den Bereich der Blüten und auch durch den Bereich der Landschaftsbilder, ein bisschen die Farbe des Sommers, der ja so außergewöhnlich war dieses Jahr, die Farbe des Sommers und die Farbe von Natur für uns hier einzufangen, dass die Menschen, die sich hier bei uns treffen, einfach auch einfach eine schöne Atmosphäre für ihre Gruppentreffen haben, die auch ein Stückchen weit vielleicht zur Freude und zur Gesundheit beiträgt. Aber Herr Siegmeier, wir haben ja darüber gesprochen, was wollen Sie denn für die Ausstellung haben? Also Sie machen das kostenfrei, dass Sie das hier im Haus ausstellen. Und Sie wollten keine langen Reden, Sie wollten keinen Wein, Schokolade dürfen Sie auch nicht essen wegen Ihrer Figur. Und ich wusste nicht so recht, womit ich Ihnen eine Freude machen kann. Und dann bin ich heute beim Einkaufen auf was gestoßen, was ich finde, was Sie total beschreibt. Und ich würde Ihnen das einfach jetzt gerne, wenn Sie erlauben, dass ich Ihnen das umhängen darf, dann würde ich Ihnen das umhängen. Halt, da muss ich erst sehen, was da draufsteht. Das ist aus einer Lending. Ich finde, das passt irgendwie und deswegen habe ich es gekauft. Also steht Lausbub drauf. So, jetzt hol ich. Danke. Schönen Dank, Frau Mahlstedt, dass Sie so eine schöne Rede hier gehalten haben. Aus dem Stegreif, das kann ich natürlich nicht. Ja, ich könnte das auch, aber dann würde ich mich verheddern. Es ist ja so, dass wir mit dieser Veranstaltung heute ankämpfen gegen einen großen Sohn Goslars, der sich verdient gemacht hat für Goslar, ohne Quatsch ist. Ja. Und der ja heute, heilig gesprochen wird? Nein, er kriegt nur die Ehrenbürgerwürde. Ehrenbürgerwürde Goslars kriegt er. Aber ich freue mich trotzdem, dass Sie alle so zahlreich erschienen hat. Ich habe das gar nicht gedacht, dass dann noch so viele Leute sich für mich interessieren. Also nochmal zu den Bildern. Diese Bilder, die wir hier aufgehängt haben, sind da überwiegend von den beiden Geistern hier des Hauses, von der Frau Sünekum und Frau Mahlstedt, handverlesen hier aufgehängt worden. Stimmt das? Ja. Sie sind allerdings, wie Sie wissen, nur ein ganz kleiner Teil
meiner Arbeiten, die ich hier in den 5-6 Jahren jetzt geschaffen habe. Sie haben sicherlich bei meinen letzten Ausstellungen gesehen, dass ich überwiegend mich thematisiere, für irgendwelche Themen mich stark mache und dann daraus irgendwie ein Gesamtbild zusammenstelle, das hier mal jetzt unterbrochen wurde, weil wir jetzt hier zwei Themengebiete zusammen haben, nämlich Natur und Goslar. Ich wollte Ihnen, wenn ihr das wünscht, ein paar Lieder spielen auf der Kromonika. Habe ich was Eigenes komponiert. Ja. Ich habe mal so überlegt, ich gehe ja auch zu anderen Ausstellungen, wie man sich dann so verhält, wenn man in einer Ausstellung sich bewegt. Wie man dann irgendwo hingeht und guckt wieder was und geht dann ganz dicht rein und so weiter. Ne? Und das ist eine ganz einfache Melodie. Man geht und trottet an so einer Bildergalerie vorbei. Die Ausstellung ist jetzt eröffnet. Rudolf. So, Herr Siegmeier. Ja, jetzt sehe ich dich hier mal lange. Hallo. Ja. Schön.
kaputt.